Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Disgusting Double-Up-Runde mit Maxi Markov, den ich übrigens eben gelernt habe, der eigentlich super krass in Coin ist, in Kommunikation, aber halt nur, wenn er Elden Ring mit anderen Menschen spielt und nicht, wenn er TFT mit mir spielt. Nee, jetzt musst du wieder alles selber machen. Es gab heute einen neuen Patch auch in TFT. Oh, was? Unter anderem wurde Streak Money verändert. Was? Ja, richtig krass. Einfach Fundamentals. Das ist unangenehm, weil das war das Einzige, was man so aus alten Videos noch halbwegs übertragen konnte. Ja, mein TFT-Guide ist auch, kannst du komplett vergessen. Ne? Das ist ja bitter. Also man kriegt sie jetzt später, damit Open Fort nicht mehr so geil ist. What? Ja, die Leute haben in High Elo einfach alle nur noch Open Fort gespielt, auch weil der True Damage Spatula so gut war. Das heißt, du zählst dein ganzes Board. True Damage Spatula musst du mir erklären. Ach so, ja, ach so, wo die Leute True Damage verwandelt hast. Ja, ja. Da konntest du ja jeden den Damage gefühlt verdoppeln. So. Nee, jo, exakt. Das ist halt super stupid. Ja, das war halt ein bisschen zu krass und deswegen musste Riot reagieren, aber die Reaktion war halt ekelhaft. Ekelhaft. Ich suche Superfans. Olaf wurde gebufft und auch Olaf Headliner. Du hast natürlich das sofort gewusst und gespürmäßig richtig gehandelt. Gespürmäßig. So. Okay, aber ich habe keine Items für Olaf leider. Ja, das ist kein Problem. Man kriegt hier so viele Items, die kommen noch. Oh, Entschuldigung. Soll ich dir einen Tarm schicken? Nee, ne? Nee. Boah, aber du hast ja sogar einen Siegs. Das ist doch mega. Boah, ich bin glücklich. Oh, ein Canon für meinen Canon 3. Das ist ja auch so. Aber wenn ich ein Item jetzt drauf mache, kriegst du das Item nicht mehr, ne? Nee. Okay. Aber das wäre... Aber es war auch ein bisschen broken, ne? Also. Ab dem Moment, wo Leute angefangen haben, dass einer einfach nur Bruiser spielt und der andere alles. Bruder, es gibt keine Streaks mehr. Ich habe das... Also wann ändert sich das? Ja, 3-4. Ne? Schon krass. Habe ich die Chance mit Spoils of War? Oder soll ich zwei... Duplicator nehmen. Ah, mach Spoils of War und wir gehen full Akro-Mode. Bin ich fein mit. Aber musst du jetzt leveln? Ja. Also hier levelt man ja eh meistens, ne? Na, ich meine trotz Olaf. Ach so. Nee, ja. Stimmt, mein Fehler. Ja, spielst halt nicht Olaf. Aber ich kann, warte mal, soll ich Hand of Justice auf ihm spielen oder kann ich einen Redemption Slam? Hand of Justice oder kannst du Redemption Slam? Ich glaube, dass Adaptive Fame gebufft wurde. Ich glaube, so bad wäre das nicht. Adaptive Fame? 40 Armor, 40 im Meer, finde ich irgendwie kacke. Er kriegt Mana, aber sie brauchen ja Mana. Ja, aber richtig der Einwand. So. Was spielt denn er? Spielt er BT? Ja, du also spielst ja über 4 nicht bis zum Ende. Nicht? Ja, wir kriegen den ja, weil du gelevelt hast, nicht 3-Star, ne? Ah, ist Double-Up. Double-Up zählt nicht. Okay. Soll ich mal nachschauen, was beste Olaf-Items sind? Komm, ich guck mal für dich. Also ich glaube, Titans Hand of Justice, es gibt so wilde Welten, wo man halt trotzdem Machungsvolls auf Ohren kriegt. Guck mal gerade, Olaf. Hurricane ist sehr, sehr gut scheinbar. Hurricane gibt's noch. Ja. Aber ja, BT und dann dieser Sterax. Sehr nice, ne? Ich habe noch einen, oder? Sehr gut. Ich hätte einen Tarmcatch 2 für dich. Ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn du mir Olaf schickst. Ich glaube, da dürfen wir keinen Spaß haben. Ja. Kann Olaf nur gerade selbst nicht spielen. Das ist ja ein bisschen Verschwendung, ne? Also probiere ich Runans. Runans, Derax und. Nee. Runans? Ach, du meinst Hurricane. Runa? Nee, mach einfach BT, Titans, Black Cleaver. Nee, Black Cleaver, Derax. Sorry. Die Titans der Art. Das ist ja sehr traditionell. Ja, aber ich glaube, es ist gut, ne? Das ist ja flexibel. Okay, der Gegner outplayed mein Spoils of War, indem er quasi keine Units stellt. Ja, das. Ja, aber die Open Fort Leute sind nicht mehr so krass, ne? Tarik wurde auch krass gebufft, der Damage. Der 2. Ich hab gar nicht so im Kopf, dass der Schaden macht, aber. Ich hab einen Olaf. Ich bin so blind, ne? So krass. Boah, Leute, ihr müsst heute geduldig mit mir sein. Wenig Schlaf. Ja, ich schick dir schon mal einen, Olaf. Weil ich kann ja dann nochmal einen schicken.
Ja. Also ich bin hier richtig gut dabei. So, ich glaube, ich level hier. Was willst du von mir? Boah, ich weiß doch gar nicht, was ich spiele. Gerade bin ich irgendwie so ein bisschen True Damage. Ja, die Gurken-Items du hast. Entschuldigung. Ich beleidige deine Mutter ja auch nicht. Wieso nicht? Fand die sehr sympathisch. So. Ja, Sieg ist eigentlich ganz geil. Der Sieg ist schon sehr, sehr nice, ey. Normalerweise würde man aus deinem Spot jetzt wahrscheinlich Yone oder Riven spielen, so. Aber. Ich muss aber auf Pentakill kommen, das ist doch. Ja, ja, weil du spielst jetzt Olaf. Normalerweise würde man hier einfach nicht Olaf durchspielen. Achso, ich habe aber Bock auf Olaf. Olaf hat mir sehr gefallen. Ja, ich weiß, du warst ein kleiner Olaf-Kodisseur, wird gebufft, warum denn nicht? Ich bin ein bisschen leise, I'm sorry. The Dark Myth? Sehr gerne. Spadula, konnte ich was aus dem Spadula machen? Ja, nee, Pentakill. Pentakill, kannst du nehmen, kannst du nehmen. Wenn er offen bleibt, nimmst du ihn immer. Double Up ist eh. Wenn immer. Spadula. Oh, was nehme ich denn? Brauchst du hier von was? Nee. Oh doch, ich glaube, das ist Derax. Derax war doch mit Giant Spell, ne? Ja. Giant Spell und BF. Okay, na, dann war das actually eine gute Seite. Kaiser habe ich jetzt. Ich muss ja irgendwas mit Superfans spielen, ne? Ich habe ja Dude for the Fans. Du spielst ja wieder Ari oder so, ne? Ja, oh, ist schon ein bisschen boring, ne? Kann ich irgendwas Witziges spielen? Na gut. Ich verstehe nicht, warum du mich so anschreist, aber... Ob ich was Witziges spielen kann, habe ich dich gefragt. Ich verstehe hier nichts. Na gut. So, wir müssen an den Kennen loswerden, oder? Ja, aber vielleicht spiele ich auch Kennen 3 einfach, oder? Ist das nicht witzig? Da kann ich ihn zu dir schicken. Ja, ja, ich überlege halt gerade, aber ich habe eben... Aber Kennen 3 sackt doch Ass, wurde der gebufft? Nee, das sackt echt Ass. Mordok hat gesagt, er sackt. Ich mach nur das, was Mordok sagt. Du schaust irgendwie viele Mordok-Streams, ne? Das ist sehr verstörend. Nee, wieder nicht. Ich habe einmal geschaut und den... Und das Wissen aufgesaugt für Tage. Ja. Brillant. Also Spoils of War war auch mal besser, Leute. Ja, aber das ist auch so ein... Ich glaube immer noch, das ist ein gezinktes Augment. In Stage 3 kriegst du auf einmal Gold in Massen. Zack ich ja wieder. Nee, nee, nee. Also wir spielen 6 Bruiser, Leute, wenn ich random Zack bekomme, Leute, okay? Willst du die Kennen jetzt haben oder nicht? Nee, nee, nee. Aber überleg dir mal, was witzig wäre. Superfan. Superfan Nico, maybe? Headliner Nico? Mordekaiser. Mordekaiser wird auch gebufft, by the way. Bin ich sehr überrascht. Wait, do the for the fans, wenn du Nico nimmst und Nico selbst der Headliner ist, heilt sie sich dann selbst? I guess, oder? Ich hab's noch nicht getestet. Jetzt mich auch länger nicht mehr mit TFT auseinandergesetzt, aber es wäre doch witzig, oder? Schön. Das da, das ist ja viel was. Sonny, geh weg, ich brauch Spoils of War. Ja, was. Also. Danke, toll. Ja, tut mir leid. Arsch. Ich hab Poppy, brauchst du Poppy? Poppy. Ja, kannst du mir eh nicht schicken. Worüber reden wir hier? Kann ich nicht. Zu Urgott? Nee, aber danke. Willst du Canon jetzt oder nicht? Nee. Hör auf zu reden. Okay, dann machen wir jetzt Kale noch rein, oder? Irgendwie einen Blitzcrank getroffen, aber... Oh, ich habe einen Spadula! Nice. Dann brauche ich jetzt... Armor. Das ist kein Armor, right? Doch Armor, nicht Gold. Das ist nicht Armor, das ist Crit. Okay, ich bin noch ein Olaf entfernt. Oh, ich hab einen. Ich bin fertig.
Ja, hab ich. Hast du. Siehst du, deswegen braucht man kein Level 4. Ja, du bist krass, du bist krass. Ich ist nicht krass, das ist einfach schlechtes Design. Natürlich. Das ist natürlich wieder das Design. Klar, könnte es auch anders sein. Wir leveln hier, ne? Wir wollen hier gewinnen. Also ich aber ich habe keinen. Kein Ad? Doch, ja. Stark. Ich hab immer noch den scheiß Cannon, Mann. Okay. Pentakill ist Armor, by the way, ne? Ja. Ich kann nicht zusammensetzen. Ich kann kein Sterax bauen. Hand of Justice kann ich auch nicht machen. Quicksilver spielen wir wohl auf nicht, oder? Ich glaube nicht, ne. Du musst das selber irgendwie in den Arsch. Ja. Ich hab Quicksilver, da musst du halt sofort Rage Bait drauf machen. So. Spoils of War haben sie auch verändert, Leute. Das ist sehr müde. Ah, ja, das ist doch gut. So, und jetzt kriegen wir auch Speed Money. Der Items. Ja, Money ist overrated. Money, Money, Money! Ich habe irgendwie, also entweder habe ich die vergessen zu kaufen oder ich habe wirklich keine Superfans bekommen. On a Roll spiele ich jetzt nicht mehr, oder? Nee. Cybernetic Bulk klingt irgendwie nett. Healing Orbs mag ich. Ich mach mal Silver Veil, guck mal. Hast du einen Nah oder kannst du irgendwelche Superfans? Nee, ich hab nur Canon. Ja, den würde ich im Worst Case dann auch irgendwann nehmen. Ja. Weil ich ja meinen Canon muss ich ja auch irgendwann wieder verkaufen, ne? Ich habe keine Lilia gefunden. Ja, zähl mal den Canon bitte nicht, sondern. Okay. Sag mir dann nochmal Bescheid und dann finden wir eine Lösung. Items haben, Leute. Oh, der hat einen Korgi 3. Der hat einfach einen Korgi. Ein Olaf sieht schon irgendwie sehr traurig aus, ne? Aber sein Korgi ja auch. Ja, Mann. Der hat auch. Wobei, der könnte wenigstens ein Infinity jetzt slammen, oder? Da wird sich jetzt keiner schämen. Ja, Hand of Justice wird sich auch keiner schämen bei Olaf. Ne? Also ich krieg Verstärkung. Das ist jetzt für Spoils of War nett gedacht. Und der Fios hat auch die Entscheidung getroffen, in meinen Olaf zu spawnen. Alter, der arme Korgi. Hast du schon einen Spoils of War Proc bekommen in diesem Game? Ein paar. Okay. Man kann halt sagen, also wenn man auf Arbeit geht, könnte man jetzt auch drüber hovern und sehen, wie viel es gebracht hat. Ja, das wäre ein bisschen too much. Bruder, du hast mir ein Kragers gegeben. Ja, ich dachte, man muss ja manchmal auch so tun, als wäre man hilfreich. Ne? Ja, ich habe auch noch nichts gemacht. Also. Aber ich habe auch nicht das, was du brauchst. Ich habe immer noch keinen Nah. Keine Deal, ja. Nee. Ist nur der Kennen, der darauf wartet, dass du ihn endlich abholst. Ja. Wahrscheinlich sollte ich ihn einfach nehmen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ui, ich glaube, ich verliere. Also ich gewinne safe, aber ich. Also wenn Olaf keine Items hat, ist da die Geschwindigkeit, wann ich gewinne. Vor allem gewinnst du ja, desto stärker das Gegnerboard ist. Weil dann hat der Olaf wenigstens früh mal Attack Speed, ne? Früher Attack Speed? Ja, du bekommst Attack Speed, wenn er los, ne? So, ja. Das meinst du. Okay, hier gibt's eine Menge Spoils of War für dich. Weiß ich nicht, ich hab jetzt noch kein Geld gesehen. Jetzt hab ich was gesehen. Oh. Ah, nochmal. Auf meinem Board klappt das besser, ne? Ja, weil jetzt sich dann vereint. Brillant. Das Spiel hat ja auch bei dir Spoils of War aktiviert, wenn ich es nehme. Das wissen nur die wenigsten nicht. Das sind ja zwei Kugeln mit zwei Fragezeichen. Du bist die kleine Kugel. Ich bin eine kleine Kugel. Das kann ich akzeptieren. So. Bruder, hier ist ja nur Scheiße. Ja, was macht man hier? Hm? Boah, ich habe wenigstens die Armor bekommen. Okay. Wen lasse ich denn jetzt Punk sein? Der kennt den jetzt erstmal für mich mein Punk, ne? Weil ja, Punk ist auf jeden Fall was du hier machen solltest. Nee, warte mal. Ich kann dir drei Components geben: ein 5-Cost-Champion und 7 Gold, Thieves Glove oder 2 3-Cost-Champions. Was war das erste nochmal? 3 Components. Das will ich haben. Ja, ist natürlich auch das teuerste. Da hast du wieder mal dein Gespür. So, also gewesen. Titans brauche ich, ne?
Titans kannst du spielen, ja. Titans, BT hast du auch gesagt, richtig? BT habe ich auch gesagt, ja. Okay. Ja, da bin ich jetzt fast fertig. Wer ist denn noch Punk, Leute? Was ist mit dem... nicht Punk. Entschuldigung, Pentakill meine ich die ganze Zeit. Ah, jetzt. Gut. Okay. Ach, nah soll das sein. Soll das nah sein? Fünf Crews auf vier Pentakill, Leute. Ich weiß, ich will mich auch erhängen, aber es geht nicht. Diesen Livestream ist verboten. Erhängen ist verboten, Leute. Aber nichts machen. Wenn ich hier hänge, verliere ich den Kanal. Hört auf. Also ich habe jetzt 5 Gegner getötet und 1 gekriegt. Das ist schon mathematisch schwer. Ja, der hat nur noch kein Item drauf. Ne, der spielt auch schwer. Der spielt wirklich auch schwer. Schon, wir haben beide noch 100%. Ja, ich habe hier die ganze Zeit den Vigo für dich, siehst du das? Oh, geil. Der wartet schon. Spatula! 2 Trainingsdummies, Component Anvil oder 2 3 Costs? Sorry, oder? Spatula und Spatula, 2 Dummies, Component Anvil oder 2 3 Costs? Ah, gib mir einen Spatula, kann man garantiert irgendwas draus machen. So. Ich hätte jetzt eine Lilia für dich. Mensch. Willst du? Nee, danke. So, na gut. So, wer ist denn dann mein Carry? Ich mach dann Diego wahrscheinlich wieder. Diego oder Karthus, ne? Ja, irgendwie so. So, also wir brauchen noch Zack oder Ilaoi, Leute. Das würde mich auch sehr glücklich machen. Was mach ich denn mit meinem Spatula? Und ich kann jetzt übrigens auch Country craften. Finde ich ganz cool. Was war vorher? Jess. Hat Jess ja keiner genommen, oder? Doch. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee kommen. Weil das Country 7 auch bad shit broken aus meiner Sicht. Aber wir beschweren uns nicht. Ja, aber das war ja unmöglich, hast du gesagt. Ja, ja, es war unmöglich. Und jetzt ist es halt möglich. Also gerade ein Double Up, Country 7, look at my horse is amazing. Würde ich uns sehen. Wir gehen straight auf 8. Oder hat jetzt jemand Kessante 3? Und hat 5 Hardsteel. Die Box ist golden. Ja, ja, Hardsteel würde auch verändern. Man kann jetzt so unendlich stacken. Also wenn du normalerweise einen Cashout kriegen würdest, fragt das Game nicht jetzt, wird's ein Cashout oder wird's ein Spaß? Ah, wie bei Dings, wie beim Heist. Fand ich auch eine geile Mechanik. Ja, ist ein bisschen weird, dass es jetzt reinkam, so. Wieso? Ich finde höflich fragen voll gut. Na gut. Oder nicht? Doch, höflich fragen ist jetzt grundsätzlich wenig gegen einzuwenden, ne? Aber... Okay, ich habe jetzt Fullbild und jetzt habe ich... Also, Johnny, guck mal bei mir, sind das Karthus-Items? Das musst du mir jetzt sagen. Ja. Ich würde honestly einfach der Kaelas Whisper geben, damit die für den Olaf das applied. Aber dann... Ey, also, oder soll die dann so bleiben? Ich meine, die macht doch sowieso schon irgendwas in der Richtung. Ja, die macht damit was, aber... Mehr ist immer besser, ne? Ist mehr besser? Ja, musst du ja nicht so sehen, ne? Ich sehe gar nichts. Das glaube ich dir. Basically blind. Ich wollte halt nicht unbedingt Ahri spielen, aber ich habe Ahri halt auch einfach übel früh bekommen. So Leute, wir haben ein Epic Battle zwischen zwei Leuten, die viel Lifesteal haben. Und so wie es aussieht, ist Olaf größer Yasuo. Legende. So, wer ist denn hier noch Pentakill? Das ist nett. Return Investment bringt mir nichts, ne? Nö. Immer Savage bin machen. Ich mach mal dieses Resistance-Zeug. Ich glaube, das ist geil. Brauchst du Ahri? Ja. Soll ich die schicken? Ja, kurz machen. Oh yes, baby! Good luck. Oh yes! Okay.
Also Leute, ich würde gerne noch einen Pentakill spielen, dann wäre es 5-5. Und ich würde auch 6 sofort reinpacken. Und ich würde beide reinpacken, wenn wir auf 8 sind. Dann sind wir 6-5. Das ist doch übel gut. Mhm. Brauchen wir einen Carpus / Diego und wir brauchen einen Sack, also Forecast. Was ja auf 8 ja auch gut ist, richtig? Ja, ja. Samira ist für den HP-Pool von Olaf nicht gut. Allerdings hat Samira eine Sache vergessen. Olaf steht drauf. Olaf steht heftig drauf. Ich konnte jetzt pre-leveln, so wie Geld gemacht hat. So, okay. Hemozonite ist. Boah, ich sind das für überlegt. Dich Kartus-Items, Jim? Nee. Das sind Randomized-Items, hat ja auch was. Ja, findest du Steve Gloves gut? Ja. Weil ich überlege, ob ich den. Ja. Hier. Hier ist der Pentakill, Vollidiot. Was brauchen wir noch? Oh, da ist der andere Pentakill, Vollidiot. So, jetzt spiele ich hier noch. Sack. Da ist Zack. Fuck, aber er ist zu krass für mich. Na gut, ich vertraue dir mal mit den Thief Gloves. Sehr gut. Oh Gott, er hat einfach Full Tank Items. Ah, ich hatte ja auch was von Lass Whisper gesagt, ne? Aber hey. Wieder ein Runan. Jäger. Oh oh, die Verstärkung, aber das war natürlich mein Plan. Olaf. Right into your trap. Druckgeld. Oh, oh ja. Oh, Spoilersee und Warsee. Vor uns kam eine Kiste bei Spoilersee. Boah, eine Kiste? Das fand ich heftig. Ja, das ist schon krass. Gibt's eigentlich eine Rolle, die Yorick nicht ist? Naja. Yorick ist schon ein geiler Durch. Da würde ich allerdings zustimmen. Ein Dorschus Geilus. Lass mir bitte den BF. Danke. Ja, gut. Ja, da kann ich das Viego geben. Sehr gut. So. Spielen wir dann mehr Pentakill? Was ist die Frage? Das hängt ja immer davon ab, ob man die Musik mag. Ich muss sagen, mich hat die, das war die Musik, die mich genervt hat, actually. Ja, ich hab, das war auch das erste Mal, dass ich die Mucke ausgemacht habe bei mir. So, wir haben jetzt Pentakill Sack, Leute. Ja, sieht doch gut aus. Das ist meine Kombo ist jetzt fertig, oder? Ja, speziell irgendwann Yorick, ne? Ist wahrscheinlich auch Viego über irgendwen. Über Kartus, ne? Und dann Thief's Growth auf Viego. Ich gehe einfach auf 10. Ja, das ist natürlich auch ein Plan. Kale, diese tollen Items. Weil das Ding ist halt, die Raptoren kommen jetzt her. Also Spoils of War mit Windstreak ist wirklich nicht gut. Ja, schon sehr gut, wollte ich sagen. Ja. Ist ja nicht unbedingt gut für die anderen, ja. Überhaupt nicht gut. Da kann man ja nicht immer Rücksicht drauf nehmen, ne? Wir müssen ja auch selber groß und stark werden. Ich hab, irgendwie habe ich Natural Ari 2 geräumt. Ich fühle mich richtig räudig. Na, so Natural war das nicht, Bruder. Ah doch, du hast mir eine geschickt. True. Ja, ich würde gerne Ari 3 gehen. Ich gucke gerade und hier hat keiner Ari. Okay. Das ist unangenehm. Jetzt Tutorial, Leute. Also der Johnny hat ein gutes Tutorial gemacht für TFT. Jetzt du. Ist sogar noch halbwegs aktuell immer noch. Leute, bei Winstreak steht immer noch da, plus 6. Ja, ist ja aber halt vorher was ab 5. Ja. Ist ja nicht weniger Gold. Ich dachte ab 3-2 ist irgendwie besser, hast du gesagt. Nee, Spoils of War ist einfach. Ab 3-2 haben wir halt wieder die plus 3 bekommen, die man halt früher vorher bekommen hat. Man braucht jetzt einfach länger, bis man Winstreak hat. Wait, ich verliere. Also ich gewinne ultra hart. Also das Problem ist halt, der Stopwatch und Diamond Hands. Ich habe eine Stopwatch, das heißt, ich halt lange durch.
Der hatte ein Set, hatte Stopwatch und Diamond Hands. Ja. Ich stand ja gerade 10 Minuten vor dem. Ja, der war ganz schön gemein zu mir. Der ist wirklich fies. So, jetzt muss ich aber, was wollte ich denn jetzt nachgucken bei TFT? Achso, die neuen Headliner Rules, ne? Headliner. Focus can now can't show up if you own more than 4 copies of the champion. More than 4. Das ist ja fein. So, ich finde, das hier kann ich noch spielen, leider. Willst du Vigo? Na, noch, ne? Ich habe Vigo schon einen gefunden, aber würde ich trotzdem nehmen. Ja, ich will Aris. Das ist noch nicht deutlich. Okay, also ich spiele 6 Bruiser, 7 Pentakill. Das mache ich jetzt. Dann geht's einfach auf 10. Okay, ich hätte gern Aris. Ja, kannst du haben. Wirst du kriegen. Wird hier geben. Wird hier geben, John. Gib's mir. Richtig besorgen. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber in Ordnung. Ich will hier richtig einen runtertröten. So. Ich glaube, die Vigo-Items sind okay, Leute. Ich finde die jetzt nicht super scheiße. Nico fände ich jetzt auch spannend, Leute. Ja, komm, wir testen das. Das ist garantiert witzig. Wenn Karpus noch einmal Even Shroud rollt, ne? Dann stelle ich ihn wirklich nach vorne. Ist doch nicht gut. So. Pong, 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 pong. So, warte mal, war das sein Ult oder mein? Das war seine. Okay, Leute, wir gehen Nico 3. Ja, bei mir kommt langsam der Moment, wo Olaf alles magnetisch anzieht. Nee! Okay, Johnny, Hilfe. Bin da. LOL, der hat gediagrot! Auf deine Ari. Und dann wieder zurück? Ja, wegen einer Edge of Night. LOL. Das war ja da ist eine Kiste. Da ist die Kiste. Ist das meine? Ist das meine? Schaffe ich das noch? Da, ja, du musst jetzt gucken, wo sie liegt. Da war eine Sona drin, die Arme. Ich kann dir 3 Components geben. Completed Item Anvil, Spatula oder ein Remover und 5 Gold. Spatula. Nee, Spatula kann ich nicht. Gib dir einfach ein Completed Item. Ja. Ja. Boah, sind die scheiße. Gut. So hast du auch Pentakill, oder? Leute? Im Herzen. Ich bin jetzt Rageblade Sona. Es wurde mir gesagt, dass das gut ist. Was ist denn das hier für eine Kacke, die ich eigentlich mache? Habe ich 3 Guardian. Oh, Yasuo. In den Nah, ne? Jone, ich möchte bitte, dass du einen Kilometer weg ultest. Wie das? Jone, das ist nicht Diego. Oh, ne, ultet voll ein. Holy shit. Ich scheiß auf Pentakill. Scheiß hier auf Pentakill? Bruder, der Olaf und der. Ich brauche Hilfe! Ja, also ich brauch noch ein bisschen. Also es sind nur noch 2 Gegner da, aber der eine ist Yasuo. Ja, ich bin tot. Mein Olaf hat volle HP. So, ich bin jetzt fertig. Spät, ne? Minimal. Sorry. Willst du ein Completed Item Anvil? Willst du ein Artefakt Item, 3 Components oder ein Remover? Ein Artefakt Item klingt doch witzig. Ja, 13 Gold ist ja kein Ding für mich. Dachte ich mir. Oh. The Diamond Hands. Ich spam hier einfach Guardians, Leute. Also. Ja, vielleicht war das mit 9 doch nicht so klug. Wie habe ich eigentlich mein Geld rausgeballert? Bin ich eigentlich dumm? Ich habe jetzt einfach aus Frust gelevelt. Und du hättest 6er Hardsteel. Bruder, was ist mit der Box? Estimated Value 32. Was heißt das? Was möchtest gegen mich. Du hören? Oh, hoffentlich verliere ich jetzt. Aber ich will das sehen, was da rauskommt. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie er mich töten will. Giant Slayer 4, du hast. Willst du einen. Brauchst du einen Nah 3? Nee. Also Nah würde ich später spielen und 5 Pentakills haben. Okay, also der war völlig useless. Boah, ich hätte das so gern gesehen. Das
So, True Damage. Puh, ich glaube, einer von denen spielt True Damage. Ah, oh, ne, der ist raus. Kein so richtiges Interesse. Pain kann ich auch nicht spielen. Kiana ist auch useless. Ja, ich kann jetzt nicht Deathblade so nah spielen, oder? Aber das Deathblade ist echt scheiße. Ich hätte jetzt noch Armor Pen, Magic Pen nehmen können, aber Magic Pen ist halt echt scheiße. Na dann, Sona. Oh mein Gott! Was ist passiert? Okay, Johnny, guck bitte, wie viel AD Sona hat. Na, also Deathblade auf Sona zu hauen ist schon Deathblade auf Sona, Leute. Von 5 auf 3. Auf 8, nein. Oh mein Gott. Das muss ich nicht. Den habe ich komplett gestreut. Ja, wie sieht's denn aus mit Arie? Hast du mittlerweile mal eine? Nö. Du hast gesagt, du gibst mir welche. Ich hab die alle gegeben. Ich habe aber noch eins zum Rollen da. Also. So. Vielleicht gehe ich ja auf Karthus. 3. Also, was denkst du, wie viele Runden wir noch haben? Soll ich jetzt mein Gold verrollen? Nö, wir haben noch genug. Kann noch mein Gold verrollen, nö. Wir haben noch genug. Ich roll jetzt. Okay. Logische Konsequenz. So, ich kann unten meine kleine Maus hören. Beeil dich, Johnny. Ich beeil mich mega. Der spielt einfach Corki und hat den jetzt 2 Items gegeben. Oh, der macht mich fertig. Das ist gut, oder? Weiß ich nicht. Und auf an, was hier unser Plan ist. Wenn man gewinnen will, ist fertig gemacht werden selten gut. Okay, also Olaf hat jetzt die nötige kritische Masse an HP verloren. Hey, kleiner Spatzi! Spatzi bist du. Du bist ein Spatzi. Malutschik, du bist ein kleiner Spatzi. Ja, dann gehe ich jetzt auf 10, Johnny. Ja, aber du wolltest ja meine Ari rollen. Wirklich? Jetzt habe ich 20 Gold. Okay. Also was jetzt? Nee, mir fehlt auch nur noch eine. Ich schaffe das schon. Schwörst du es bei deinem Leben? Ich schwör's bei meinem Leben. Das ist gut. Ich dachte, dass du so einer bist. So einer bin ich. Lol. Okay, dann gehe ich jetzt hoch und verrolle 20 Gold. Mensch, aber nett von dir. Ist nett, ne? I am the Lightbringer. Pap, pap. Okay, ich hab keine gefunden. Oh, fuck. Hab ich mich verklickt. Ich bin jetzt Deathblade Kale 1. Ich hab einen Yorick gefunden. Ja, den habe ich mal gespielt, aber ist schon was her. Wie bitte? Den brauche ich nicht, danke. Mit? Oh, Malu, du bist so hübsch, ich beiß dir gleich in dein Face. Oh, nicht den Knopf, der ist gefährlich. Ist ja so witzig, wenn du jetzt einfach weg bist, ne? Nicht der, der ist gefährlich. Der ist auch gefährlich. Okay, welcher Pentakill? Den hier nicht raus, ne? Weil ich kann Kale auch rausnehmen, ne? Oh, Malu, du ziehst da mein Ohr, basically. Natürlich schwierig. So. Pferde! Wo sind die Pferde? Ich habe immer noch keine Ari gefunden, by the way. Ja, ich habe auch kein Gold mehr und habe sie auch nicht. Bin sehr traurig. Warte mal, hier hat jemand Riven 3.
Ja, ja. Rune 3 macht echt viel Damage. Aber du, du ziehst mir aber auch an den Ohren. Sie gucken mich vielleicht so dabei an, so, ja. Das ist richtig. Dein, das ist absolut korrekt, was ich tue. Okay, also 5 Pentakill ist wirklich dann gut, wenn man 5 Leute tötet. Sorry. Getan. So, jetzt Ari or nothing. Boah, Johnny, ich hab's immer noch nicht. Ja, meine kleine Hasentröte. Ja, hallo. Guck, wir sind fast fertig. Oh, Eier, ja. Wir brauchen mehr Eier. Geht's dir? Ichi? Wer ist Ichi? Was ist Ichi? Ja, ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich finde es auch sehr schwer. Bonk, bonk. Der Diego ist bei mir halt immer noch auf 1. Papa. Okay, also den rasiere ich gegen den heftigsten Strich. Ja, wir haben gewonnen. Papa, ich bin fertig, Balu. Ja, war doch nice. So. Tschüss, Johnny, ich muss gleich los. Ja, mach's gut. Viel Spaß. Danke. Danke fürs Game. Tschüssi. Ja, das war eine sehr basic Runde. Super duper Fans.